Und das dritte wichtige Datum war 1990 unter Helmut Kohl die Wiedervereinigung. Ausgangspunkt nach dem Zweiten Weltkrieg war das sogenannte Besatzungsstatut. Dieses Besatzungsstatut ermöglichte es ausländischen Spionageeinheiten in unbegrenztem Umfang, persönliche Daten von Bundesbürgern und hier lebender Personen zu erfassen. Man hatte zwar gleichzeitig Artikel 10 in das Grundgesetz aufgenommen, also der Grundrechtsschutz der persönlichen Sphäre in Form des Postbrief- und Fernmeldegeheimnisses, aber es hat damals schon an einem Ausführungsgesetz gefehlt, das die bestimmten Voraussetzungen und die Grenzen dieser Datenerfassung geregelt hat. Man wollte das auch nicht, und wie es zur Integration in das westliche Verteidigungsbündnis gekommen ist, haben es auch die Alliierten ganz klar zu erkennen gegeben. Sie geben die Überwachung ab an die Bundesrepublik, sofern diese selbst verantwortlich für diese Überwachung zuständig wird und diese auch ausführt. Damals kam es nicht zu einem G10-Gesetz, man hat es bei der Rechtslage belassen. Damit war dieser sogenannte rechtsfreie Raum erstmal gewährleistet, bis 1968 eine Korrektur erfolgt ist durch die Einführung des G10-Gesetzes, mit der man aber die Möglichkeit über diese Konsultation im Rahmen des G10-Gesetzes eben weiter den Alliierten die Überwachung ermöglicht hat. Und damit konnte man über diesen Umweg und diesen gesetzgebungstechnischen Trick weiter den Alliierten die Möglichkeit bieten, persönliche Daten zu speichern und zu verwerten. Zu guter Letzt, im Rahmen der Wiedervereinigung kam es lediglich im Rahmen des Einigungsvertrages zu der Abrede oder konkret zu dem Punkt, dass alle bisherigen gesetzlichen Regelungen und auch die technischen Einrichtungen zum Gegenstand der neuen Bundesrepublik Deutschland inklusive der neuen Bundesländer werden sollten und der Fortschreibung des bisherigen Rechtsstatuses, der einseitig diese Überwachung ermöglicht und gesichert hat zugunsten der Alliierten. Wir haben also kurz zusammengefasst eine Rechtslage, die zwar auf der einen Seite Grundrechte vorsieht, im Bereich des Post- und Fernmeldegeheimnisses keinen Grundrechtsschutz gewährleisten kann, weil es an einer gesetzlichen Regelung fehlt. Umgekehrt aber das Besatzungsstatut unter anderen Vorzeichen weiter gilt, mit der konkreten Möglichkeit einer unbegrenzten Überwachung und Datensicherung durch die Alliierten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und deswegen ist es erforderlich, dass nun auf gesetzgeberischem Weg eine Initiative in Gang gebracht wird, nach der das G10-Gesetz nach verfassungsrechtlichen Maßstäben überarbeitet wird, effektiv das Informationsrecht und der Rechtsschutz für den Betroffenen aufgenommen wird und zum Gegenstand der gesetzlichen Regelung gemacht wird. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass es weiterhin bei der unbegrenzten Datensicherungs- und Überwachungsmöglichkeit der persönlichen Daten verbleibt. Und mit diesem Appell möchte ich meinen Beitrag schließen. Vielen Dank.